Martin, hast du ganz unabhängig von der Besonderheit jeder einzelnen Orgel, von der du ja auch gerade gesprochen hast, ein Lieblingsinstrument für dich entdeckt in dieser Zeit? Ich muss sagen, jedes Instrument hat mich natürlich durch bestimmte Dinge fasziniert. Man begibt sich gerne in das Brausen der Orgeln, wenn man im Berliner Dom sitzt oder im Bremer Dom. Oder man ist fasziniert, wenn man in den Klosterräumen von Doberlug oder Neuzelle oben sitzt und auch in diese schönen Kirchen guckt und dabei die Klänge sich entfalten lassen kann. Wenn ich aber entscheiden sollte, welches Instrument eigentlich schon immer, aber auch jetzt durch die Aufnahme noch einmal wirklich sehr persönlich mein Lieblingsinstrument mitgeworden ist, dann sind es vielleicht auch, na, vielleicht sind es zwei Instrumente. Das ist zum einen die Michaeliskirche in Leipzig mit ihrer Sauerorgel. Sie hat einen wunderschönen Jugendstilprospekt quasi in Form von Rosenstöcken geschnitzt. Die Kirche stammt aus der Zeit und diese Orgel hat so viele einzelne Farben, dass man am liebsten immer nur ein Register ziehen möchte und dort eine halbe Stunde oder Stunde nur mit diesem Register spielen möchte. Und das ist etwas Besonderes, diese große symphonische Musik in dieser Kammermusikform und diesen Kammermusikklängen dieser Orgel zu spielen. Das ist für mich etwas sehr Besonderes in dem Raum und wirklich eine Wieder- und auch Neuentdeckung, die noch gar nicht so lange wie der restaurierte Orgel der Lutherkirche in Chemnitz, die im Gegensatz zur Orgel der Michaeliskirche in Leipzig mit ähnlicher Größe einen unglaublich symphonischen, großen Klang produzieren kann. Das sind so Orgeln für mich, die zeigen, welche Bandbreite ein Orgelbauer in ähnlich groß konzipierte Orgeln legen kann und wie unterschiedlich diese klingen können.